Im Jahre 2086 reisten zwei friedliche Bewohner fremder Planeten auf die Erde. Sie brauchten unsere Hilfe. Als Gegenleistung gaben sie uns die Pläne zu unserem ersten Hyperantrieb, der es der Menschheit ermöglichte, das Tor zu den Sternen aufzustoßen. Wir haben ein Team einzigartiger Individuen zusammengestellt, das die Erde und unsere Verbündeten schützen soll. Mutige Pioniere, den höchsten Idealen und der Gerechtigkeit verpflichtet, widmen sich der Aufgabe, Recht und Ordnung jenseits der neuen Grenzen zu bewahren. Das sind die Abenteuer der Galaxy Rangers. Seht euch das an. Ich habe ein eigenartiges Bild auf dem Radar. Ein riesiges Objekt, 75 Sektoren außerhalb des Solarsystems. Kein Funk, kein Laser, keine Wärmeentwicklung, nichts. Viel zu groß für einen Kampfkreuzer, aber es scheint zu treiben. Die Kursvorhersage zeigt demnächst die Begegnung mit der Erde an. Da ist noch etwas. Antimateriekapseln und ein Detonator. Schick alle Daten rüber zu Commander Walsh, Beta Mountain. Sir, wie Sie sehen können, hat das Objekt 10 Meilen Durchmesser und ist unterwegs zur Erde. Das Tiefenraumradar zeigt einen Antimaterie-Detonationsmechanismus an Bord. Er geht auf keinen Anruf, egal welcher Frequenz oder Sprache. Es hat die Größe eines kleinen Mondballes. Vielleicht ein Geschenk der Kronkönigin. Eine Bombe dieser Größe würde den ganzen Planeten zerstören. Ich ordne an, dass die Galaxy Rangers sofort mal nachsehen. Ich wünschte, wir könnten die Erscheinung studieren. Welch seltsame Geheimnisse dieses unbekannte Objekt wohl vor uns verheimlicht. Baldo und Soso, ihr begleitet die Galaxy Rangers. Aber dieser Eindringling darf die Erde nicht erreichen. Alles bereit für euren Abflug, Galaxy Rangers. Und viel Glück. Elmar, koordiniere unseren Flugplan mit Ranger 1. Alles fertig, Goose. Wir sind in Sichtweite. Da ist es. Hab verstanden. Doc, ich brauche ein Radarbild. Wird gemacht. Scanner okay. Wirklich einzigartig. Schaut euch das an, das ist ja ein Riesending. Vergesst nicht, womit wir es zu tun haben. Ja, mit der größten Bombe in der Geschichte der Galaxien. Es ist keine Antwort zu kriegen. Das Ding hält sich verschlossen. Die Scanner zeigen kein Leben. Es ist totenstill. Schauen wir mal genauer hin. Vielleicht halten die uns für blöd und stellen sich einfach tot. Sei vorsichtig, Goose. Es muss eine automatische Abwehr haben. Eine Landebucht hat sich geöffnet. Die laden uns ein. Was sollen wir davon halten, Zacharias? Vorsichtig annähern, Goose. Die Station ist vorprogrammiert. Sehr gut. Mit Hilfe dieser Energiewellen werden wir den Hauptcomputer finden. Die Überlebensfunktionen sind noch intakt.
Eine erdgleiche Sauerstoff-Stickstoff-Atmosphäre. Galaxy Rangers, aussteigen! Wie alt dieses Ding wohl ist? Nico, kannst du deine Kräfte auf diese Station anwenden? Ich werde es versuchen. Diese Station ist wenigstens einige tausend Jahre alt. Ihr Programm befahl ihr, durch den Weltraum zu treiben, als der Planet, den sie umkreiste, zerstört wurde. Scheint ausgestorben zu sein. Willkommen! Willkommen, ihr freundlichen Wesen! Ich heiße Speck. Wir warten alle sehnsüchtig auf euch. Für eine tote Station ist ja ganz schön was los. Das sind keine realen Lebensformen. Vielleicht sind es Gespenster. Mach dich nicht lächerlich, so. Überleg, was du sagst. Ich schätze, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Tritt zur Seite, Guzman. Darf ich eine der Damen zum Tanz auffordern? Das sind tatsächlich nur Hologramme. Wow, das sieht lustig aus. Das nenne ich eine idiotische Zeitverschwendung und sonst gar nichts. Dennoch, es ist ein recht interessantes Beispiel eines einzigartigen fremden Brauches. Offenbar das Produkt einer gut entwickelten Kultur. So, jetzt bin ich dran. Vorsicht. Hey, Barkeeper. Ich bin froh, dass ihr nach langer Zeit wieder zurück seid. Von Enola. Hören Sie auf, wir sind nicht von Enola. Ach nein, dann werdet ihr ja unsere Feinde. Nimm's nicht so schwer, Speck. Ich muss meinen Auftrag erfüllen. Gespenster, alles Gespenster! Nur keine Aufregung, so. Du weißt genau, dass es keine Gespenster gibt. Invasoren, nehmt euch in Acht! Passt auf! Waldo, ich sage dir, hier spukt es! So, jetzt habe ich aber die Nase voll von deinem abergläubischen Unsinn. Auf Andor würden sogar die Kinder über dich lachen. Die wissen, dass es keine Gespenster gibt. So! Warte doch auf mich! Bleib sofort stehen, du Feigling! Nico, Captain, könnt ihr mich hören? Weg hier, Doc! Ich denke, da hat einer reichlich Spaß mit uns. So dumm, dass er sich nicht sehen lässt. Über Gespensterbekämpfung habe ich in meiner Ausbildung zum Galaxy Ranger nichts gelernt. Gespenster, Quatsch! Du bist ja wie Soso. Ich halte nichts für unmöglich. Ich hoffe, du siehst, was ich sehe, Guzman. Das ist doch unmöglich. Wir sind in einer Raumstation. Das ist eine großartige Sinnestäuschung. Einfach perfekt. Wir müssen jetzt zu den anderen. Du hast leicht reden. Wie sollen wir denn aus diesem Tollhaus herausfinden? Zacharias, hier geht's weiter. Unglaublich. Schau dich hier mal um. Nico, lauf nicht zu weit. Zacharias, kannst du mich hören? Nico! Nico, beweg dich nicht! Noch mehr Hologramme. Sieht sehr echt aus, aber sie ist hohl. Ein Roboter? Nein, das Ding scheint leer zu sein. Ah.
Oh. Das Ding ist sicher zentral gesteuert worden. Komm, wir verschwinden. Ich kann wirklich keinen Schritt mehr weiterlaufen. Ich auch nicht. Ist mir egal, ob die Gespenster mich kriegen. Lass doch endlich den Unsinn. Du weißt genau, dass es eine logische Erklärung für all das gibt. Siehst du das ein? Ja, Geister! Ich weigere mich nachdrücklich, solchen idiotischen Vorstellungen zu folgen. Das entspringt doch alles nur deiner Fantasie. Sehr interessant. Bleib hier, Soso. Ich will dich lieber nicht aus den Augen lassen. Nun wollen wir doch mal sehen. Die Geschichte des Planeten Enola. Das habe ich mir gedacht. Gib ihm irgendein Buch in die Hand und er vergisst alle Gespenster um sich herum. Dann hat er vor nichts mehr Angst. Hilfe, Balbo, Hilfe! Schrei doch nicht so. Hör dir das lieber an. Soso. Soso! Wo steckt denn der verrückte Kerl nun schon wieder? Ich hab ihm doch gesagt, er soll nicht weglaufen. Soso! Soso! Du kannst mich doch nicht einfach so hier stehen lassen. Hilfe! Hilfe! Soso! Wo steckst du denn? Hier bin ich, hinter der Bücherwand. Man darf dich doch nicht aus den Augen lassen. Wie bist du denn da hingekommen? Du liebe Zeit, das war schrecklich. Danke, dass du mich befreit hast, Waldo. So. Waldo, wo bist du denn? Ah, das wurde aber auch Zeit. Was ich deinetwegen alles durchmachen muss, Soso. Ich kann doch nichts dafür, wenn es in dieser Raumstation spukt. Soso, wie oft soll ich dir noch sagen, dass es hier weit und breit weder Gespenster noch Geister gibt? Das sind alles nur Illusionen und Tricks. Das ist ja fantastisch. Hier befindet sich tatsächlich noch ein Geheimgang, wenn wir nur etwas mehr Licht hätten. Danke, Soso. Jetzt ist es besser. Warum stotterst du so rum? Sprich deutlich! Gespenster! Ich kann nichts mehr sehen, Soso. Da ist was auf meinem Kopf. Ich kann hier oben auch nichts erkennen. Ich will kein Wort mehr darüber hören, dass es in dieser Station spukt. Hilfe! Ich warne dich. So. Ich fürchte, hier passiert wirklich etwas Eigenartiges. Wir haben alles abgesucht. Sie müssen aber hier draußen sein. Oh, ach, hier werde ich schön langsam verrückt. Verflixte Viecher! Schon wieder ein Hologramm. Immerhin kostenlose Unterhaltung, während wir auf die anderen warten. Goose, leg dich sofort hin! Bist du verrückt? Leg dich hin! Ich hab genug von diesen Spielereien! Los doch, Speck! Zeig mir, was du kannst! Ein wirklich zündender Einfall, Gooseman. Diese Energieverschwendung hat ihn sicher abgekühlt. Komm mit, Doc. Wer weiß, was uns jetzt erwartet. Versuchen wir es hier rum. Noch so eine Kulisse. Irgendein Zeichen von Detonationsmechanismus? Zu viele Interferenzen. Ich kann nicht sagen, was da drin ist. Vorsicht. Das scheinen Röntgenprojektionen von uns zu sein. Dahin. Ihr reicht's. Zeigt euch!
Wir haben die Nase voll von diesem Quatsch. Bringt uns zu unseren Freunden. Hier geht's lang. Der ganze Zirkus muss von einem Zentralcomputer gesteuert werden. Das gebe ich nicht alles dafür, wenn ich dieses Hauptsystem in die Finger kriegen könnte. Das ist ein Stück Stoff von Waldos Tunika. Sehr gut. Vielleicht reicht's ja für ein Dinnerjacket. Ja. Verdammt nochmal, wie kann ich ihm nur behilflich sein? Goose, Waldo, Zozo, Nico, Zacharias! Kann mich denn keiner hören? Was kann ich denn bloß machen? Vielleicht sollte ich einfach hier warten und sehen, ob jemand vorbeikommt. Oh. Sieht aus wie ein gefälschter Rembrandt. Aha. Sehr interessant. Vielleicht können wir der Sache jetzt auf den Grund gehen. Speck, was wird hier gespielt? Was soll das Theater? Ich will endlich wissen, was los ist. Ich bin eine partikuläre Meisterschöpfung der alten enolanischen Zivilisation und darauf programmiert, einen letzten wichtigen Auftrag zu erfüllen. Was? Was für einen? Ich habe die Aufgabe, Enola zu schützen. Ich bin ein Mechanismus der letzten Gerichtsbarkeit. Und mein Auftrag ist, euren Planeten zu zerstören. Warum? Wir sind doch gar nicht eure Feinde. Ich habe den Frieden hier zu erhalten und Eindringlinge mitsamt ihrer Welt zu vernichten. Nur Enolaner können mein Programm verändern. Aber das wird nicht geschehen und ich stehe vor meiner letzten Aufgabe. Das ist Wahnsinn! Wie kann man Frieden durch Vernichtung erreichen? Speck, das ist doch ein Widerspruch. Sie wollen einen Feind vernichten, den es gar nicht gibt. Ich wollte euch schonen. Ich habe immer wieder versucht, euch durch Angst zu vertreiben. Aber es half alles nichts. Jetzt nehmen die Dinge ihren unabänderlichen Lauf. Es ist zu spät. Nichts lässt sich mehr ändern. Nichts. Sie müssen meine Freunde freilassen. Auslöser, alter Bursche. Jetzt kannst du dich austoben. Verlass dich auf mich. Du kannst den Timer nicht anhalten. Auch nicht mit methodischen Chips. Abwarten. Wir versuchen es wenigstens. Na, wie steht's, Auslöser? Ich werde das Ding in die Luft jagen, Doc. Das mache ich über eine Schleife im Timerprogramm. Es ist ein Versuch. Mehr kann ich nicht tun, Doc. Das fühlt sich viel besser. Danke, dass ihr mich besucht habt. Das war sehr nett, sehr nett. Die Landebucht ist hinten am Ende des Korridors. Ihr solltet euch sehr beeilen. Und was geschieht mit Ihnen, Speck? Ich werde dennoch meinen Auf. Trag, Herr. Goose, wir werden es nicht schaffen, außer Reichweite zu kommen. Wir müssen die Hyperweichen zueinander bringen. Vorabflugcode ist drin. Zündung. Hyperweichen jetzt fertig zum Kontakt. Fertig zur Kontaktion. Ladung nicht genug im Fluss. Nein, noch nicht, Zach. Okay, stanzen. Tut mir leid, Speck. Specks Countdown. Jedenfalls ist er weit von der Erde entfernt. Er hat ihn wohl ausgelöst, bevor er in unser System eingedrungen ist. Ja, mal schade. Was glaubt ihr, was wir von diesem Computer alles hätten lernen können? Danke, Speck. Du hast dich geopfert, um uns zu retten. Furchtbar, sich mit dem eigenen Programm zu zerstören. Er gab mit seinem Opfer über unsere Zeit hinaus ein Signal. Seine freie Entscheidung war eine Botschaft des Friedens.